Ja, und du ruhst dich mal aus. Xor ist schwach. Wie man sieht. Kann ich aber nicht ändern. Und deswegen wird es jetzt länger dauern. Na los, jetzt hau mal einen weg. Na also. Und noch einen. Na also. So, ja, ich habe mir ja gerade kämpfen lassen, deswegen konnte ich ihn jetzt nicht ausruhen lassen. Und Runde 89. Schön, Nummer 1 weg. Das habe ich nicht aufgepasst, wie viele Punkte die geben. 10 waren das jetzt, glaube ich. Das muss ich mal unten aufschreiben. 235 Punkte hat er jetzt anfangs gehabt. Wie viel er hat, wenn ich hier fertig bin? Ja. Jetzt mache ich ja mal die Musik aufhalten. Runde 96. Dauert noch eine Weile. Und so wie es aussieht, noch eine längere Weile. Aber ich habe Zeit. Ich habe hier nichts mehr zu verlieren. Runde 00. Das sind jetzt die 100 Punkte. Die Runde 100 ist das jetzt. So.
Und erst eine Stunde habe ich hinter mich gebracht jetzt hier. Ja, mal schauen, wie lange das jetzt hier noch dauert. Also, geht doch ganz langsam voran. Und den machst du jetzt weg. Natürlich nicht. Ach, fick dich halt. Runde 107. Na also. Und nach diesem Gegner steigt Xor auf zu Level 2. Gut, schlaues Buch. Ich weiß nicht, ob ich dunkler Ritter oder Ritter nehmen soll. Ich habe so mein Leben lang noch nie auf Level 3 gehabt. Deswegen keine Ahnung. So, als Ritter hat er 24 Angriff und 20 Verteidigung. Als dunkler Ritter hat er 26 Angriff und 22 Verteidigung. Als Ritter hat er Krieger, Schlachtreiter, eiserne Kämpfer. Als dunkler Ritter Schlachtreiter, Drachen und Werwölfe. Ja, was nehme ich? Eine wirklich gute Frage. Ich habe noch Beretta, der auf Level 3 muss. Er wird zum dunklen Ritter fertig. Kann sich zwar nicht mehr so schnell fortbewegen, aber ist mir egal. Er ist stark. Er ist stärker jetzt. Wenn man sich das mal so ansieht,
Raven hat mit Level 3 nur jeweils 2 Punkte mehr wie Xor mit Level 2. Das ist nicht schlecht. Was hat denn dann Xor in Level 3 für Attribute? Da muss ich gleich mal gucken. Mhm. Für ein Arsch. Da ist er meines Erachtens schlechter als wie auf Level 2. Aber auf die Einheiten kommt er dann eher an. Ich hätte ja gerne die Königsschlange mal. Na, wenn er eine Kampfbestie ist. Egal. Ist noch lange nicht so weit. Na, hältst du 2 Schüsse aus? Natürlich nicht. Hey, cool, das finde ich stark. Das finde ich wirklich stark. Runde 120. Ob er es nochmal schafft? Ja, nicht schlecht, Xor. Ich fange an, dich zu mögen. Was bedeutet also, wenn man dem 4 Lebenspunkte abzieht? Schafft ihr alle. Cool. Runde 123. Und nein, ich schaue erst nach, wie viele Erfahrungspunkte er momentan hat, wenn ich die ganzen Gegner, die hier übrig gelassen habe, weg sind. Okay. Also mit 3 Lebenspunkten klappt das scheinbar auch. Also 3 abgezogenen Lebenspunkten.
hier noch nur noch zwei von denen. Natürlich. Ja, die gehen halt schnell, weil sie eine schlechte Verteidigung haben. Und er schießt so langsam, das dauert ja ewig. Gut. Dann haben wir jetzt diese Gegner weg. Ausruhen. Dann sind die nächsten hier. Und da unten dann auf dem Rückweg noch welche. Alles klar. Fünfunddreißigste Runde bewegen. Na, ob ihr alle drei schafft? Ich glaube nicht. Doch? Wow, nicht schlecht. Wenn noch mal alle drei schafft. Jetzt nicht. Schade. So, bei dem Neuner da unten hilft jetzt Bartolo einfach mal mit. Wäre ja zu schön gewesen. Was machst du da? Musst du dich echt ausruhen oder was? Gibt's ja nicht. Und wieder einer weniger. So, jetzt haben wir es gleich geschafft.
Jetzt ist das Kapitel gleich zu Ende. Jetzt haben wir hier noch zwei mit jeweils drei Lebenspunkte und das war es dann. Dann habe ich es hinter mir. Schaffst du es? Nö. Aber den schaffst du. Perfekt. Und ich muss noch nicht einmal Bardolo heilen lassen. Wow, nicht schlecht. Das war jetzt wirklich, das lief sehr gut, muss ich jetzt sagen. Ich bin positiv überrascht. Und welche Runde? 149, so. Ja, ich weiß, du kannst nicht zaubern. Du kannst kämpfen. Nein, kannst du auch nicht, so wie es aussieht. Ausruhen und beenden. Runde 151. Wo ist alle beide? Gut. So, das war's. Jetzt schauen wir mal an, wie viele Erfahrungspunkte er jetzt insgesamt hat. 455, das heißt, er hat 220 Erfahrungspunkte gesammelt, die er bitte nötig hat. Ja. Und man sieht, er braucht 1780 Punkte, um Level 3 zu erreichen. Der Retard war bei 1800. Das kann was werden, Leute. Gut, dann beenden wir jetzt das Kapitel langsam. Da unten ist schon die Treppe. Und ich habe dann wieder Angst vor Kapitel 13. Kapitel 13 ist die Wucht. Nicht weiter starke Gegner sind. Nee. Da kommen scheiß starke Gegner. Naja, mal schauen, ob ich es schaffe. So, jetzt kommt gleich viel zu lesen. Mal schauen, wie ich mich anstelle. Jetzt normalisieren wir wieder die Musik. So war das scheinbar Unmögliche nun doch noch Wirklichkeit geworden. Und die beiden Brüder traten gemeinsam den Kampf gegen die Horden des Bösen an.
Nach einer kurzen Aussprache über die jüngsten Ereignisse und die Lage in Morgana sowie die Gefangennahme Xors in einem Hinterhalt auf Schloss Portbar beschlossen sie gemeinsam auf dem schnellsten Wege in die Hauptstadt zu eilen. Dort sollte der König über seinen Irrglauben, sein ältester Sohn stecke hinter all den Attacken auf die Krone, aufgeklärt werden und mit Hilfe der weisen Magier geeignete Gegenmaßnahmen geplant werden. Bardolo, der sich bei der Befreiung aus dem Gefängnis als wertvolle Stütze erwiesen hatte, trennte sich von den beiden Gefährten, um nach seinem Stamm zu sehen. Zuvor jedoch brachte er sie ein Stück des Weges und gab ihnen Ratschläge, wie sie den lauernden Gefahren jener unwirtschaftlichen Gegend aus dem Weg gehen könnten. Währenddessen hatte der restliche Trupp unbehelligt das Ende jenes Tunnels erreicht, die die Vulkaninsel mit dem Festland verbindet, und waren nach ununterbrochenen Eilmärschen auf ihrem Weg nach Süden ebenfalls zur selben Zeit in jene Gegend gelangt. Lyanna und Xor, die beide über latente Esper-Fähigkeiten verfügten, führten nach einem ersten überraschten Geisteskontakt die beiden Gruppen zusammen. Aber gerade diesen Moment der Unaufmerksamkeit, in dem Freude und Erleichterung über das Wiedersehen auch die härtesten der Kämpfer für einen Moment ablenkte, nutzte die dunklen Magier zu einem erneuten Schlag gegen die Anhänger ihrer Gegner. Sie schickten dazu niemand anderes als den Verlierer des Kampfes im Tunnel, Durgam. Sie rechneten dabei mit dessen unbedingten Ehrgeiz, seine Sache diesmal zu ihrer vollsten Zufriedenheit zu erledigen. So. Bam, geschafft. Ja, ich speichere. So, und wie immer sage ich an dieser Stelle wieder Servus, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns zum nächsten Mal in Kapitel 13. Ob ich Kapitel 13 überhaupt schaffen werde, weiß ich nicht. Ich hoffe, ich schaffe es, Beretar ein Level hochzubringen und Xor. Am besten wäre es natürlich, wenn beide in Kapitel 13 aufsteigen würden. Das wäre gigantisch. In Level 13 auf Level 3 aufsteigen würden, so. In dem Sinne war es das jetzt von mir. Von diesem Kapitel zumindest. Und ich sage Servus. Tschüss.